Der sogenannte Hinkelstein von Alsbach stammt aus der Jungsteinzeit. Er ist etwa 4000 Jahre alt und aus Malachit, einem Gestein, das am Meliboukos vorkommt. Vermutlich wurde er aus einem Steinbruch in etwa 2 Kilometer Luftlinie Entfernung in die Ebene transportiert. Wissenschaftler vermuten in ihm den einzigen noch vollkommen beobachtbaren Kalenderstein in Hessen. In der Steinzeit wurde er zur Einteilung des Jahres benutzt. Dazu wurde jeder Sonnenaufgang über die Spitze des Meniers hinweg beobachtet. Die Höhlen des Odenwaldes haben als Peilpunkte für die Tage des keltischen Kalenders gedient. An der Wintersonnenwende geht die Sonne am Meliboukos auf. Bei Tag und Nachtgleiche erscheint sie am Darsberg, an der Sommersonnenwende an der Alexanderhöhe. Burg Frankenstein. Durch die englische Autorin Mary Wollstonecraft Shelley 1797 bis 1851 wurde der Name Frankenstein unsterblich. Tatsächlich besuchte die Ehefrau des berühmten Dichters Percy Shelley als 18-Jährige während einer Reise die Burg Frankenstein. Vorbild für ihre legendäre Romanfigur wurde wahrscheinlich ein Mann, der einst auf der Burg lebte. Der Alchemist Johann Conrad Dippel versuchte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein künstliches Lebewesen zu erschaffen. Laut Bericht eines Burgschreibers soll Dippel auch auf dem Friedhof im nahegelegenen Niederbeerbach Leichen ausgegraben haben, um an ihnen anatomische Studien zu betreiben. Es ist nachgewiesen, dass Mary Shelley von ihnen gehört hat. Die Stammburg der Freiherren von Frankenstein ist die nördlichste der zahlreichen Höhenburgen entlang der Bergstraße und thront malerisch auf einem Felsplateau. In einem wunderbaren Rundblick sieht man das Rheintal. Man sieht das Frankfurter Becken bis hin über den Odenwald.